Gestern hatte sich die Schwedin bereits die kleine Kristallkugel für den Sieg im Riesenslalom-Weltcup gesichert und das Gleiche konnte sie heute im Slalom tun. Von einer Ausnahme abgesehen hat Persson diesen Winter sämtliche Slaloms gewonnen. Der Vorsprung im Weltcup ist groß und wer Persson Skifahren sieht, der weiß auch weshalb. So sicher wie sie steht keine andere auf dem Ski. So rund wie sie karft keine andere um die Stangen. Kurz, keine andere ist so schnell wie Persson. Auch Näf nicht, die gleich nach Persson auf die schwierige Piste musste. Gestern war die Unterlage noch vom Regen aufgeweicht worden. Nach der kalten Nacht war sie heute aber pickelhart gefroren. Dazu kam ein unangenehmer Bögerwind und schneien tat es auch gleich noch. Aber Näf ließ sich von alledem nicht beirren. Auch wenn ihre Zeit deutlich langsamer war als diejenige von Persson, schlecht war dieser Lauf nicht gewesen. Einsame Schweizer Speerspitze aber war Sonja Näf. Dritte nach dem ersten Lauf, sie stand ja auf dem Podest. Schneller war nur die deutsche Monika Bergmann gewesen. Und natürlich Anja Persson, aber die fährt ja eh auf einem anderen Planeten. Damit war Sonja Näf gänzlich auf sich alleine gestellt. Öster ausgeschieden, die anderen nicht qualifiziert. Aber immerhin war ja sie noch dabei. Und das sogar schnell. Auf dem Weg aufs Podest. Das zweite in diesem Winter. Aber dann, das durfte doch nicht wahr sein. Nur zwei Tore weiter unten als Marlies Öster. Der gleiche Fehler eingefädelt. Weg war das Podest, weg war das gute Resultat, das sie doch so dringend bräuchte. Ja, ist einfach schade, weil gut, super erster Lauf hatte. Angefangen habe ich auch relativ gut. Es war sehr schwierig und Einfädler sind Fehler, die einfach nicht passieren müssen. Aber es sind Fahrfehler, im Moment zu früh angetragen und eingefädelt. Und ja, es tut weh, es ist einfach scheiße, ja. So charmant wurde dieses Wort schon lange nicht mehr ausgesprochen. Damit blieb nur noch eines zu besiegeln. Anja Persons Siegesfahrt im Slalom von Zwiesel und damit gleichzeitig der Gewinn der kleinen Kristallkugel im Slalom-Weltcup. Und das im viertletzten Rennen der Saison. Anja Persson ist in diesem Winter einfach einsame Spitze. Ja, super. Also, ich war ganz nervös zu hier gekommen und ich weiß, dass die Rennen war sehr schwer und der Schnee war auch so. Ich weiß, dass ich muss meine beste Skifahren machen und ja, es war jetzt, wenn ich habe das gemacht, dann ich gehe nach Schweden, kann ich schon ein bisschen Ruhe machen. Anja Persson gewinnt vor Monika Bergmann und Veronika Susulova. Die Schweizerinnen gingen leer aus.